Willkommen zurück bei Veritas Radio. Ich bin Mel Fabregas und ihr hört gerade Eric Dubay direkt aus Bangkok, Thailand. Eine Menge Leute schreiben mir nun, da ich seit einiger Zeit über die flache Erde spreche. Und sie fragen mich, Mel, was meinst du zu Außerirdischen, da du ja jetzt über die flache Erde sprichst? Und meine Meinung zu Außerirdischen war stets, dass ich über sie spreche. Bedeutet dies jedoch, dass ich an sie glaube? Natürlich nicht. Ich glaube an nichts. Der Grund, warum ich über das Thema spreche, ist, dass ich es herausfinden möchte und je mehr ich herausfinde, desto mehr wird mir klar. Leute, es ist vielleicht das erste Mal, dass ihr mich darüber sprechen hört, obwohl es viele Menschen da draußen gibt, die behaupten, von Aliens entführt worden zu sein oder auf einem Raumschiff gewesen zu sein. Ich jedoch warte immer noch auf ein solches Erlebnis. Ich frage mich, kann das sein, weil wir selber nie Erfahrungen mit Außerirdischen hatten, obwohl es bereits 1897 diesen Vorfall des UFO-Aufpralls in Aurora, Texas gab und es 1000 Jahre alte Gemälde gibt, die Ungewöhnliches am Himmel zeigen, wie fliegende Streitwagen und es sogar in der Bibel solche Stellen gibt. Vielleicht ist es wahr, vielleicht kamen sie aus einer anderen Welt, aber anstatt von einem anderen Planeten, von einer anderen Erde oder etwa von einem anderen Tümpel hinter der Antarktis, Besucher, denen es gestattet wurde, sich uns zu zeigen? Oder war es vielleicht militärisches Gerät, um diese Lügen aufrecht zu erhalten? In den 1970ern war die Geschichte mit Roswell, New Mexico, wo bereits 1947 ein UFO abgestürzt sein soll. Vielleicht warten sie bei diesem neue Weltordnungskartenspiel auf eine weitere Karte. Sie hatten als Feindbild bereits den Kommunismus, nun haben sie den Terrorismus, die nächste Karte wird ein am Himmel erscheinendes Objekt sein. Und die letzte Karte, laut dem NASA-Raketenwissenschaftler Werner von Braun, wird die Invasion von Außerirdischen sein, bei welcher man die militärischen Kräfte aller Staaten der Welt vereinigen wird, um sie zu bekämpfen. Wenn sie passiert, glaubt bitte nicht daran. Ich möchte jedoch nicht abschweifen. Dieser Flug von Indonesien nach Los Angeles, der in Anchorage, Alaska, eine Notlandung machte und dabei keinen Umweg einlegte. Wie können wir uns das erklären, Eric? Das versuchen die Globalisten erst gar nicht zu erklären, weil es auf deren Weltkarten der Kugelerde keinen Sinn macht, so wie die meisten Flüge in südlichen Breiten auf einer Weltkarte der kugelförmigen Erde keinen Sinn machen. Sie fliegen meist in die nördliche Hemisphäre, sogar weit dort hinein, bevor sie dann zurück in die südliche Hemisphäre zu ihren Zielorten fliegen. Wenn hingegen die Erde eine Kugel wäre, so wie sie behaupten, sollten sie auf den südlichen Breitengraden fliegen und es wäre ja auch die kürzeste Route zwischen beiden Punkten. Dies tun sie jedoch nicht. Sie machen aus keinem anderen Grund diese Zwischenlandungen weit oben in der nördlichen Hemisphäre als aus dem Grunde, dass die Erde flach ist und jene Flugverbindungen gerade Routen sind, die hoch in die nördliche Hemisphäre gehen, bevor sie dann nach unten in die südliche Hemisphäre heruntergehen, weil das tatsächlich der gerade naheliegendste schnellste Weg ist und nicht die angebliche Route, welche sie uns auf ihrer Weltkarte der rotierenden Erdkugel zeigen. Also werden sie sich weiter in Schweigen hüllen, warum sich die Flugrouten so verhalten. Und wenn du eine kleine Kurve bei ihren Animationen siehst, dann sagen sie, da, die Route krümmt sich um die Erde, darum fliegen wir nicht in einer geraden Route. Nun, der Grund, warum das Flugzeug diese kleine Kurve macht, ist, dass es aufgrund der verkehrten Weltkarten, die sie uns zeigen, eine Kurve sein muss. Denn auf einer wirklichen Weltkarte, jener der flachen Erde, wäre die Route eine gerade Verbindung. Dies zeigen sie natürlich nicht. Was die Außerirdischen betrifft, ist es ähnlich dem, was ich über die Informationen sagte, welche die Whistleblower uns geben, damit wir der Propaganda des Systems mehr Glauben schenken. Sie haben sich zum Beispiel einen Aufprall einer fliegenden Untertasse ausgedacht und zeigen dann die ersten Aufnahmen in den Nachrichten, dass Leute den Aufprall der fliegenden Untertasse sahen und die Körper der Aliens geborgen wurden. Sensationell. Am nächsten Tag jedoch vertuschen sie es und sie sagen, es war ein Wetterballon, es tut uns leid, es war eine Falschmeldung. So bedienen sie sich der These, Antithese und der Synthese der hegelischen Dialektik. Sie präsentieren uns beide Seiten der Geschichte. Das von den Globalisten gewünschte Ergebnis der Synthese ist, dass du die Geschichte wirklich glaubst, dass dort Außerirdische waren, obwohl du nicht den kleinsten Beweis dafür hast. Erst geben sie es bekannt und dann bestreiten sie es. Sie präsentieren uns anschließend ihre angeblichen Wahrheitssucher, Gerüchte, machen die Runde, jedoch keine objektiven Beweise. Dann noch mehr Leute mit angeblichen Insider-Informationen, um uns zu sagen, oh ja, an der Geschichte ist etwas dran. Währenddessen fahren die offiziellen Stellen fort, den angeblichen Vorfall zu bestreiten und dies erzeugt dann das Mysterium, von dem der Gründer der Illuminaten, Adam Weishaupt, sprach.
Wenn man jemandem eine neue Weltsicht einschärfen will, so muss man sie in ein Mysterium hüllen, damit man immer ein wenig mehr erfahren möchte. Und genau dies ist es, was die Herrschenden mit dem Mythos der Außerirdischen getan haben. Sie haben ihn in dieses niemals zu ergründende Mysterium verwandelt. Sie füttern uns stets mit kleinen Informationshäppchen ihrer angeblichen Insider, derweil das offizielle Establishment es abstreitet, damit wir denken, dass es die Gegenkultur ist, welche durch die Lecks sickert und wir unbedingt zu jenen gehören möchten, die Bescheid wissen. Dies ist es also, was es in den letzten 100 Jahren mit Außerirdischen auf sich hat. Über UFOs kann ich sagen, dass es Militärflugzeuge gibt, die von unten wie fliegende Untertassen aussehen, aber wie ein Flugzeug von oben. Es gibt seit Tausenden von Jahren bis zur heutigen Zeit Menschen, beispielsweise im Amazonasgebiet, die Ayahuasca trinken, Peyote oder andere natürliche Substanzen zu sich nehmen und ebenfalls über außerirdische UFOs und ähnliche Dinge berichten. Sie malen Bilder von fliegenden Untertassen und Wesen, die aus ihnen steigen, mit ihnen kommunizieren und den Ayahuasqueros ihr überlegenes Wissen über die Pflanzenwelt und die Zukunft mitteilen und sowas. Diese sind jedoch in ihrem Kulturkreis als Wesen und Phänomene jenseits unserer materiellen Vorstellungen bekannt. Sie erscheinen, wenn du dich auf entheogene Substanzen einlässt, auf bewusstseinserweiternd wirkende Pflanzen. Die stärkste psychedelische Substanz der Welt wird auf natürliche Weise von der Zirbeldrüse hergestellt, von unserem dritten Auge mitten in unseren Köpfen, und sie wird erzeugt, wenn wir schlafen. Träume sind tatsächlich ein Produkt dieser Substanz, und wenn die Menschen schlafen und von Aliens entführt werden, die dieses Erlebnis haben, das ihnen so real und ungewohnt vorkommt, dann kann es sehr wohl eine Ausschüttung von entheogenem Dimethyltrypamin sein, eine Art von Ayahuasca-Vision erzeugend, welche auch die Ayahuasqueros in Peru erfahren, nur dass sie genau wissen, dass es nicht materielle Wesen sind. Die Herrschenden indoktrinieren uns jedoch damit, dass es außerirdische materielle Wesen und UFOs gibt, und wir fangen an, diese seit Jahrtausenden bekannten Phänomene der Wesen aus einer anderen Welt und der Reise zu den Sternen, zu welcher wir mit Hilfe von Entheogenen in der Lage sind, in eine materielle Raumfahrt ähnlich jener Weltraum-Odyssee in der TV-Serie Raumschiff Enterprise zu verwandeln. Dies ist ein Ziel der Strategen der neuen Weltordnung. Seit Jahrtausenden glaubten viele Menschen an sogenannte außerirdische Wesen einer anderen Welt, und sie sagten auch, dass sie zu den Sternen reisen, wie der antike Kult um Mithra, die Verehrung Mithras. Sie hatten diese Art von Tempel Mithraeum genannt, in denen Badewannen in einer Atmosphäre des Entzugs der sinnlichen Wahrnehmung aufgereiht waren, in welcher man nichts sehen oder hören konnte. Die Anhänger trafen sich zum mitternächtlichen Messen, wenn es draußen dunkel war. Jeder Eingeweihte lag in diesen Salzwasserbecken, ähnlich der Art von diesen speziellen Wellness-Badewannen heutzutage. Das Wasser war sehr salzhaltig und hatte exakt die Körpertemperatur. Wenn man also in völliger Dunkelheit und Stille dort liegt, das Wasser mit der gleichen Temperatur wie der Körper, mit keinem äußeren Einfluss auf den scheinbar schwerelosen Körper, dann spürt man im Grunde den Körper nicht mehr. Oder, um es anders auszudrücken, dein Bewusstsein verlässt mit Leichtigkeit deinen Körper, es erleichtert die außerkörperliche Erfahrung. Im Mithraeum pflegten sich die Eingeweihten des Clubs in einer Reihe aufzustellen, genau wie in einer christlichen Kirche, in der du den Leib Christi isst und sein Blut trinkst und sie dir eine Oblate geben und ein wenig Wein. Nur im Mithraeum pflegten sie den Körper Mithras zu essen und sein Blut zu trinken, nur dass es keine Oblate und Wein gab, sondern getrocknete Fliegenpilze und einige weitere starke Kräuter. Du isst diese Dinge, legst dich mit anderen gemeinschaftlich in diese Wannen, die alle miteinander verbunden sind, so wie im Film Minority Report gezeigt. Es gab Löcher in der Decke über jeder Wanne, und sie behaupteten, dass ihr Bewusstsein gemeinschaftlich ihre Körper verließ, durch das Loch in der Decke aufstieg und zu den Sternen reiste, wo sie mit außerirdischen Wesen kommunizierten, die ihre eigenen Zivilisationen hatten. Der Unterschied ist jedoch, dass dies alles geschah, während sie hier auf der Erde waren. Lediglich ihr Bewusstsein reiste zu den Sternen, und da sie nicht eine Art materielle Technologie entwickelten, welche die Menschen nach dort oben schweben lässt, wie die NASA behauptet, dass sie es tut, und materielle Wesen trafen, die man anfassen kann, das ist nicht das, was die Mithraisten taten. Es gab eine Art von nicht-materiellen Wesen, zu denen wir mit Hilfe von Entheogenen Zugang haben. Wir haben jedoch den Kontakt zu ihnen verloren, und der Grund dafür ist, weil man uns mit diesem falschen Weltbild indoktriniert und dieser falschen Vorstellung, was diese außerirdischen Wesen sind. Also versuchen wir, eine Technologie aus Metall zu entwickeln, um zu versuchen, diese Wesen zu erreichen, anstatt uns auf die 1000 Jahre alten bewährten pflanzlichen
Technologien zu besinnen, die es auf der Erde bereits für uns gibt, um diese Wesen zu erreichen und mit ihnen zu kommunizieren. Ich betrachte also dieses Phänomen der Außerirdischen als ein natürliches, durch Entheogene erzeugtes, bewusstseinserweiterndes Phänomen, welches in unserer Zirbeldrüse stattfindet und mit Hilfe von Pflanzen erleichtert werden kann, wenn wir sie essen, trinken oder rauchen. Es wurde jedoch in ein Phänomen der materiellen außerirdischen Wesen von einem der anderen materiellen Planeten in ihrem endlosen Weltall der rotierenden Kugeln umgewandelt. Die Herrschenden höhlen die Bedeutung aus und machen es zu etwas ganz anderem, indem sie dieses Phänomen als ein Argument für ihre neue Weltordnung missbrauchen, wie sie es in dem Film Independence Day zeigten. Und nun ist die Fortsetzung des Films erschienen, weil sie sicher sein wollen, dass diese Vorstellung im Bewusstsein bleibt. Die Vorstellung einer Bedrohung aus einer anderen Welt, welche alle Regierungen der Erde veranlasst, ihre Streitkräfte zu einer neuen Weltordnung zu vereinigen, um dieser Bedrohung von Außerirdischen zu begegnen. Sie wollen diese Idee ganz frisch in deinem Bewusstsein verankert haben, wenn sie ihr Projekt Blue Beam, einer riesigen holographischen Projektion am Himmel, durchführen. Sucht mal nach Geisterstadt am Himmel über China. Die Globalisten haben diese Technologie bereits vorgeführt, die den Betrachter davon überzeugen soll, dass es durch holographische Projektionen etwas im Himmel gibt, was in Wirklichkeit jedoch nicht existiert. Sie haben auch noch eine andere Technologie, bei welcher sie Schallwellen in dein Ohr senden, sodass du meinst, eine Stimme spricht in deinem Kopf zu dir. Nicht wie ein Sprecher, sondern unmittelbar in deinem Hirn. Sie haben sie zuletzt in New York City zu Werbezwecken verwendet. Ja, sie haben das in bestimmten Lebensmittelgeschäften, wenn man zwischen den Regalen langgeht. Niemand kann das hören, doch in dem Moment, in dem du an bestimmten Produkten angelangt bist, hörst du eine Stimme, die dir sagt, kauf dies oder das, um gesünder zu leben oder was auch immer. Sie setzen es auch von den Dächern von Gebäuden ein. Wenn du an einer bestimmten Straßenecke angekommen bist, hörst du es, aber niemand sonst. Ich denke da an den Klassiker von The Who mit ihrem Hit vom Pinball Wizard. Das taube, blinde, dumme Kind spielt verdammt gut am Flipper. Die Globalisten wollen uns untertanen, definitiv. Taub, blind und dumm. Wir sollen Computerspiele spielen, Sportsendungen schauen. Sie wollen uns abgelenkt und der Wirklichkeit entfremdet. All diese Pflanzen, auf die du dich eben bezogen hast, Eric, warum machen sie etwas, was natürlich ist, was uns von Mutter Natur geschenkt wurde, illegal und ächten sie? Selbstverständlich sind sie mit Vorsicht zu genießen, jedoch kann man sich über die Heilkräfte dieser Pflanzen nur wundern. Der Hanfforscher Rick Simpson hat zuletzt erläutert, was alleine Hanf alles heilen kann, und man stelle sich dann all die Pflanzen vor, welche illegal und geächtet sind. Eric, könnten die Verfechter der hohlen Erde kontrollierte Opposition sein? Ich hatte einen guten Freund in meiner Show, den Vertreter der hohlen Erde, Dr. Brooks Agnew. Er war dabei, eine Expedition zum Nordpol zu organisieren, um nach Eingängen zu forschen. Was ist deine Ansicht zum Thema hohle Erde? Nun, es gibt jedenfalls unterschiedliche Militärbasen, Hohlräume, Tunnel, Erdwälle, Dinge, die zeigen, dass die Erde an manchen Orten auf eine gewisse Art hohl ist. Wenn die Erde vollkommen massiv wäre, dann gäbe es all diese Sachen nicht. Das Modell der hohlen Erde ist ein Modell der Erdkugel, das reichlich widerlegt ist. Es gibt also ganz bestimmt keine hohle Erdkugel, wie es bei diesem Modell mit einer zweiten Sonne in der Mitte der Kugel gezeigt wird. Zudem gehen sie bei diesem Modell von der Existenz der Gravitation aus. Ich betrachte das Modell der hohlen Erde als totale Desinformation, genau wie das Modell der konkaven, eingebuchteten Erde, das Gegenteil des Modells der konvexen, ausgebuchteten Erde, bei dem ihre Vertreter behaupten, dass du innerhalb einer Kugel lebst und die Erde sich angeblich nach oben krümmt. Aber wiederum ist es längst bewiesen, dass die Erde flach ist, dass der Horizont stets flach ist und waagerecht. Die Erde krümmt sich nicht wie eine Schüssel nach oben, wie sie behaupten. Die Sternbilder funktionieren so auch nicht, wie es dich der Desinfo-Agent Stephen Crist, der sich selbst als Retter und Erlöser benennt, glauben lassen will. Er ist der Hauptvertreter dieses unsinnigen Modells. Dann gibt es selbstverständlich noch die falschen Modelle der flachen Erde. Die Flat Earth Society behauptet, dass die Erde sich ständig mit 9,8 Metern pro Sekunde hoch 2 aufwärts bewegt und dass dies die Ursache für die angebliche Wirkung der Gravitation sei und nicht, weil die Gravitation dich nach unten ins Erdinnere zieht, wie die Globalisten es bei ihrem Modell fälschlicherweise behaupten. Natürlich passiert nichts von all den erwähnten Dingen. Es geht ausschließlich um die Dichte der Körper. Wenn man jedoch all die verschiedenen Weltbilder präsentiert bekommt, macht es die Sache verworrener. Es lenkt von der Wirklichkeit ab, sodass die Leute
an das falsche Bild der Erde geraten, anstatt sie sich als Alternative zum verkehrten, herrschenden Modell einfach nur das offensichtlich richtige Modell der flachen, bewegungslosen Erde aussuchen können. Nun haben wir die hohle Erde, die konkave Erde, die aufsteigende Erdscheibe und viele andere Modelle mehr, die ich nicht mal erwähnte. Wie meine Meinung dazu ist, ich halte mich an die objektiven Beweise und man kann mir keine Krümmung der Erdoberfläche zeigen, sei sie konvex oder konkav. Alles ist stets flach. Ich muss nicht unbedingt wissen, wo die Ränder der flachen Erde genau sind, weil es uns sowieso nicht gestattet ist, dorthin zu fahren. Es gibt ein internationales Antarktis-Abkommen, welches es uns nicht gestattet, unabhängig die Arktis zu erforschen und nachzuschauen, wie weit der südliche Eiswall reicht. Ich kenne also nicht die Gestalt von dem, was jenseits meiner Sichtweite kommt. Wir wissen jedoch, dass alles auf der Erde flach ist. Die Leute fragen häufig, wo ist denn der Rand der flachen Erde? Warum fallen wir nicht am Rand herunter? Nun, wo ist denn der Rand des angeblich endlosen Weltalls, von dem man dir erzählt hat? Dieses Weltbild, dass du in einem endlos ausgedehnten Universum mit einer endlosen Anzahl von Sternen und Planeten lebst. Ich kann dir genau dieselben Fragen stellen. Ja, aber muss sie denn einen Rand haben? Wir haben auf dem Modell der flachen Erde den Kreis, wir haben Sonne und Mond, die über und um die flache Erde wandern. Ja, und je weiter der Pfad der Sonne vom Eisumfang der Erde entfernt ist, da kann man auch diese riesigen Eiswälle erwarten. Also, könnte dort nicht, je weiter man sich hinauswagt, immer mehr Eis kommen? Und warum könnten dort nicht irgendwo, das ist meine Fantasie, weitere Kreise, weitere Welten sein, wenn wir Menschen ja 1 Million Kilometer nach oben fliegen können, wie man uns erzählt, vielleicht könnten wir dann sehen, dass wir mehr von diesen Welten irgendwo haben. Ja, solche Dinge sind alle vorstellbar. Wo die Erde endet, ob sie unendlich ist, ob es so eine Art Rand gibt oder ob dort ein Firmament oder eine Wand ist, die uns daran hindert, weiter hinaus zu gelangen, wissen wir jedoch nicht. Eine Vorstellung ist so gut wie die andere und es ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen, was wahr ist. Ich wünschte, sie ließen uns dorthin fahren, um es nachzuprüfen. Ich denke, die Herrschenden wissen die Antwort und sie möchten nicht, dass wir es selbst herausfinden. Das ist der Grund, warum die Antarktis durch das Militär bewachtes Sperrgebiet und Flugverbotszone ist. Sie werden es dem Normalbürger einfach nicht erlauben, zur Antarktis zu fahren und dort herumzuschnüffeln. Sie lassen nicht einmal große Unternehmen dorthin, um die Bodenschätze auszubeuten. Sie verstecken dort etwas vor uns, sonst wären sie längst zum Abbau dort und würden die Bodenschätze von dort abtransportieren. Stattdessen erlauben sie jedoch nur wenige von der Regierung finanzierte wissenschaftliche Missionen dort und es gibt ein paar Urlaubsreisen, die reiche Leute unternehmen. Du darfst sie doch nur dorthin gehen, wohin sie es dir gestatten. Du darfst zu ihrem geschwindelten Südpol und wieder zurück. Du machst Aufnahmen von ein paar Pinguinen. Das war's. Wenn ich eine Anlage zur freien Energiegewinnung hätte, und ich habe von Leuten gehört, die sowas besitzen, dann würde so etwas niemals bekannt werden oder in Produktion gehen können. Die Ölindustrie mit ihrem Fracking wäre ja dann aus dem Spiel. Was ich damit sagen will, Eric, die erste Sache, die ich tun würde, wenn ich vom Rand der Erde wüsste, ist, dass ich mir irgendein Flugzeug nehmen würde, um zu versuchen, ihn zu finden. Ich war schließlich mal Pilot. Ich denke, sie wollen nicht, dass die Leute etwas selbst herausfinden. Und deshalb haben sie dort Militär stationiert, damit du nicht dorthin durchkommst. Ja, sie wollen nicht, dass du so weit nach Süden gehst, wie du kannst. Und sie wollen auch nicht, dass du so weit nach Norden gehst, wie du kannst. Sie wollen, dass wir in der Mitte unserer flachen Erde bleiben. Sie sind der Herr der Ringe, von der Bergspitze in der Mitte der Erde aus regierend. Und sie behalten uns in den mittleren Ringen der Mittelerde. Sie kontrollieren die äußeren und inneren Ringe, den Nordpol und den südlichen Eisumfang, den fiktiven Südpol auf der Erdkugel. Schaust du dir irgendeinen Bericht über den Südpol oder Nordpol an und suchst kritisch nach objektiven Beweisen, wie ich es allen Leuten stets rate, wirst du feststellen, dass es keinen objektiven Beweis dafür gibt, dass sie tatsächlich am Nord- oder Südpol sind. Wenn du dir beispielsweise einen Bericht über den Nordpol anschaust, werden stets ein paar Darsteller auf dem Eis mit einem GPS-Gerät gezeigt, welches 89,3 Grad, 89,4 Grad,
bis zum 90. Grad anzeigt und dann beginnen sie zu jubeln und es schaut genau so aus wie überall sonst auf dieser eisbedeckten Fläche, auf der sie sich befinden. Sie freuen sich. Wir sind angekommen. Hier ist der geografische Nordpol. Ja, der geografische, nicht jedoch der magnetische, weil sie niemals einen Kompass zücken, um den Zuschauern zu beweisen, dass sie sich am magnetischen Nordpol befinden. Die Globalisten behaupten bei ihrem Modell, dass der magnetische Nordpol ständig wandert. Anscheinend wandert er so sehr, dass sie uns nie ein Beispiel davon zeigen können, wie sie in einem Kreis um den Nordpol gehen, um zu beweisen, dass sie sich tatsächlich am magnetischen Nordpol befinden. Denn wenn sie an einem solchen wären, könnte man ihn mit einem Kompass umkreisen und der Zeiger würde dabei stets zu diesem magnetischen Mittelpunkt der Erde hindeuten. Ähnlich bei ihrem angeblichen Südpol, bei welchem sie ihren zeremoniellen Pfosten in den Eisboden stecken und behaupten, dass der tatsächliche einige hundert Meter entfernt wäre. Nun, wenn das so ist, dann sollten sie in der Lage sein, einen Kompass in die Hand zu nehmen, herauszufinden, wo dieser Punkt genau ist, in einem Kreis um ihn herumgehen und der Zeiger auf dem Kompass sollte stets von diesem Pfosten im Eis wegdeuten. Sie wollen jedoch nicht, dass du das tust, auch zeigen sie uns in diesen Berichten keine Sterne. Wenn sie doch angeblich am Nordpol sind, sollten sie in der Lage sein, ihre Kamera senkrecht nach oben zu richten, einen Sextanten auf 90 Grad einzustellen und der Nordstern Polaris sollte direkt oberhalb ihres Standortes sein. Sie sollten uns auch all die um Polaris kreisenden Sternbilder zeigen, so wie sie gemäß ihrem Beobachtungspunkt am Nachthimmel zu sehen sind. Dies werden wir aber nie zu sehen kriegen. Sie zeigen nicht die Sternenkarte, die verschiedenen Sternbilder von ihrem angeblichen Standort am Nord- oder Südpol aus. Und sie zeigen dir nicht einen Kompass, um zu beweisen, dass sie sich magnetisch am Nord- oder Südpol befinden. Alles, was sie dir zeigen, ist ihr GPS, ihr globales Positionierungssystem. Sie halten animierte Karten ihres geschwindelten Globus auf einem LCD-Bildschirm in die Kamera und sagen, wir sind angekommen. Wiederum, man braucht objektive Beweise. Die ganze Geschichte hindurch haben manche Menschen gesagt, dass der Nordpol in Wirklichkeit ein Berg aus Magneteisenerz ist, so gewaltig, dass er die Kompassnadeln weltweit anzieht, den Magnetismus der Erde verursacht und den Nordpol zum magnetischen Zentrum der Welt macht. Nun, das ist eine sehr interessante These. Und wenn man die Geschichte dieser Aussage erforscht, stellt man fest, dass es sie seit Jahrtausenden bis in die heutigen Zeiten gibt. Freimaurer behaupten, zum Nord- oder Südpol gegangen zu sein. Sie sagen, dass es dort wirklich nichts zu sehen gäbe, nur eine Menge Eis. Es wäre die Mühe nicht wert, überhaupt darüber nachzudenken, zu versuchen, dorthin zu gelangen. Die antiken Menschen behaupteten jedoch, dass am Nordpol der spirituelle Himmel wäre, der Garten Eden, das Paradies. Die altertümlichste Beschreibung des Nordpols ist von Pytheas von Massalia aus dem 4. Jahrhundert vor der Zeitenwende. Und er berichtet, dass er sich dem Nordpol näherte, dass das Land, das Wasser und die Luft eine Einheit waren, eine gelartige Substanz, einer Qualle ähnlich, dass alle Elemente zu einem einzigen verschmolzen und dass er dort nicht hindurchkam. Das ist ebenfalls eine interessante Behauptung. Vor 500 Jahren berichteten Forschungsreisende, dass die Nägel aus den hölzernen Planken ihrer Schiffe schossen, hin zu diesem Berg aus Magneteisenerz, der sie mit gewaltiger Kraft anzog. All diese Berichte gibt es also. Und wir dürfen nicht über den Nordpol fliegen. Sie bieten Flugrouten in der Nähe des Nordpols an. Die Machthaber erlauben es den Leuten jedoch nicht, ihn unmittelbar zu überfliegen, was mich wiederum wundern lässt, ob an den Erzählungen, dass der Nordpol Dinge magnetisch an sich saugt, etwas dran ist. Die Globalisten wollen bei beiden Orten nicht, dass du hinfährst und es selber herausfindest. Also erzählen sie uns Binsenweisheiten und sie zeigen uns nichtssagende TV-Berichte, um uns glauben zu lassen. Jawohl, alles schon entdeckt. Man braucht nicht den Mittelpunkt der Erde zu sehen, den Nordpol. Man braucht nicht die Ränder der Erde zu sehen, den südlichen Umfang, welchen sie den Südpol nennen, weil sie alles schon erforscht haben. Es ist nur schrecklich kalt dort. Es gibt dort nichts, was wichtig für die Menschheit wäre. Dadurch halten sie uns von beiden sogenannten Polen fern. Der einzige wirkliche Pol auf der flachen Erde ist natürlich der Nordpol. Der Magnetismus der tatsächlichen, der flachen Erde, ist vergleichbar mit jenem des Ringmagneten in Lautsprecher, wo der Monopol den Norden genau in der Mitte darstellt und der Südpol jeder Punkt entlang des äußeren Umfangs ist. Osten und Westen ist bei dem Modell der flachen Erde ein Kreis um die nördliche Mitte herum, keine gerade Linie. Der Nordpol ist der Mittelpunkt. Süden ist überall auf dem Umfang der flachen Erde. Der Osten ist im Uhrzeigersinn und der Westen ist entgegen des Uhrzeigersinns, nicht wahr? Richtig. Nun erzählen uns die Globalisten jedoch, dass
der Magnetismus auf ihrem Modell der rotierenden Erdkugel durch einen Kern aus geschmolzenem Metall verursacht wird, welcher aufgrund einer ständigen Wanderung die magnetischen Pole, die sich irgendwie an der Oberfläche ihrer Erdkugel bildeten, die magnetischen Kompassnadeln dazu veranlasste, auf den Pol zu zeigen. Er bewegt sich also die ganze Zeit und deswegen können sie nicht den genauen Ort des Pols bestimmen und uns zeigen, wo er denn nun tatsächlich ist. Es ist eine bequeme Ausrede, sie haben mal wieder keine objektiven Beweise dafür. Nochmal, es gibt keinen solchen Magneten, keinen mit so einer Art geschmolzenem Metallkern, welcher einen zweipoligen Magnetismus außerhalb einer Kugel bewirkt, wie sie behaupten. Sie präsentieren dir wieder einmal Pseudowissenschaft, einen Pseudomagnetismus, um ihr Modell der Erdkugel zu erklären. Wirkliche Wissenschaft und Magnetismus sehen und erfahren wir jedes Mal, wenn wir einen Kompass waagerecht halten und er gleichzeitig nach Norden und Süden deutet, wie es nur auf einer flachen Erde möglich ist. Befindest du dich auf einer kugelförmigen Erde, würde der Kompass niemals nach Norden zeigen, weil du dich irgendwo unterhalb des Nordpols befinden würdest. Du wärst niedriger als er und die Nadel des Kompasses würde ins Weltall zeigen, anstatt nach Norden. Die nach Süden zeigende Nadel würde in das Weltall hinter dir zeigen. Der Kompass richtet sich nach dem tatsächlichen Magnetismus der Erde. Dieses Instrument funktioniert nur auf der flachen Erde, genau wie viele andere Dinge, die wir hier besprochen haben, nur auf einer flachen Erde funktionieren. Mich machten Leute auf der Konferenz mit den Wahrheitssuchern, die ich vor ein paar Wochen besuchte, auf eine Sache aufmerksam. Einige der Redner sagten, hör mal, ich möchte das Thema flache Erde nicht diskutieren, weil ich immer noch nicht die Mondfinsternis verstehe. Eric, wie kann man denn das Phänomen der Mondfinsternis erklären? Die moderne Wissenschaft gibt uns die Erklärung, dass eine Mondfinsternis geschieht, weil Sonne, Erde und Mond wie drei Billardkugeln in einer 180 Grad geraden Linie sind, Syzygie genannt, so dass der Schatten der Erdkugel von der Sonne vollkommen auf den Mond geworfen wird. Und sie behaupten, das sei ein Beweis für die kugelförmige Erde. Wenn man wiederum darüber nachdenkt, dann gibt es keinen Beweis dafür, dass es tatsächlich der Erdschatten ist. Die Menschen durften im Laufe der Geschichte viele Male Eklipsen beobachten, bei denen Sonne und Mond beide gleichzeitig oberhalb des Horizonts sichtbar waren. Was beweist, dass es unmöglich der Schatten der Erde sein kann, wie sie behaupten? Wie die Logik vorschreibt, wären sie dabei alle in einer geraden Linie aufgereiht, um den Schatten auf den Mond zu werfen. Und bei vielen Beispielen ist dies nicht der Fall. Somit muss irgendeine andere Erklärung für das Phänomen gesucht werden. Diese freimaurerischen Pseudowissenschaftler geben uns ständig Antworten auf alles. Die Antwort muss nicht objektiv bewiesen sein, sie muss nur glaubhaft sein. Und so verhält es sich mit ihrer Antwort auf die Eklipsen. Sie scheint zwar glaubhaft zu sein, schaut man jedoch nach objektiven Beweisen, dann stellt man fest, dass Sonne und Mond, selbst nach ihren eigenen Aufzeichnungen, jenen der britischen Königlichen Astronomischen Gesellschaft, über 50 Mal in den letzten 500 Jahren zur selben Zeit am Himmel gesehen wurden, was beweist, dass es nicht möglich ist, dass der Erdschatten von der Sonne auf den Mond geworfen wird. Sie behaupten es jedoch immer weiter, schreiben es in Lehrbücher und die Leute glauben es. Tausende Jahre vor dieser verkehrten modernen Wissenschaft gab es eine Weltlehre, die behauptete, es gäbe einen dunklen dritten Himmelskörper, der die schwarze Sonne genannt wurde, und diesem wurden die Eklipsen zugeschrieben. Sie besagt, dass der dritte Körper gleich groß wie Sonne und Mond war, ebenfalls scheibenförmig wie sie, und bei einer Eklipse über sie wandert. Dies wäre es, was Sonnen- und Mondfinsternis verursacht. Nun ist dies ein Geschehen im Himmel, somit habe ich nicht die Technologie, dorthin zu fliegen, um nachzuschauen, ob es dort oben einen dunklen Himmelskörper gibt. Also werde ich nicht behaupten, dass dies ganz sicher die Erklärung für Eklipsen ist. Was ich jedoch sagen kann, ist, dass die Erklärungen der modernen Wissenschaft hinsichtlich des Erdschattens auf dem Mond verkehrt sind und ein dritter Körper zwar einleuchtend ist, es könnte jedoch auch etwas anderes sein. Man sollte hier wiederum auf echte Beweise warten, bevor man sich für eine Erklärung dieser Phänomene entscheidet, und bis man sie nicht hat, darf man ruhig im Zustand der Unkenntnis sein. Es ist völlig in Ordnung, es nicht zu wissen. Nur weil dir jemand eine Antwort gibt, bedeutet dies nicht, dass man sie glauben soll. Stattdessen sollte man alle Möglichkeiten erwägen, bis man sich durch objektive Beweise eindeutig auf eine Feststellung beschränken kann. Sagen dir die Salzebenen Südamerikas etwas, Eric? Wie die Salar de Uyuni? Ja, wie groß sind sie eigentlich? Mehr als 10.000 Quadratkilometer groß. Richtig, vollkommen flach und plan. Ich habe Fotos und Videos von ihnen gesehen. Himmel und Erde scheinen in der Regenzeit fast zu einer Einheit zu verschmelzen. Denn es gibt eine reflektierende Wasserfläche über der planen Oberfläche und man kann sie in alle Richtungen sehen.
Oh ja, wieder ein Beweis für die flache Erde. Eric, wenn wir beiden uns in ein Segelboot setzen und von Los Angeles westwärts in einer geraden Linie segeln, was würde geschehen, wenn wir immer weiter diesen Kurs beibehielten? Wir würden feststellen, dass westwärts nach einer Weile keine gerade Linie sein würde und wir Kurven machen müssten. Je näher man am Nordpol ist, desto kräftiger oder schärfer wäre die Kurve. Je weiter man vom Nordpol entfernt ist, desto weniger gebogen wäre die Kurve. Man richtet sich nach dem magnetischen Norden. Wenn der magnetische Norden, sagen wir, 90 Grad zu deiner Rechten wäre, dann würdest du im Kreis um die Erde fahren. Und dies ist es, was Magellan und die anderen Seefahrer, die die Erde umrundet haben, taten. Globalisten nehmen dies erneut als Beweis für ihre Erdkugel. Sie sagen, Seefahrer wie Magellan segelten den ganzen Weg um die Erde herum und kamen genau an den Punkt zurück, an dem sie starteten. Und das ist der Beweis, dass die Erde kugelförmig sein muss. Genau dasselbe kann man jedoch gleichfalls im Kreis auf einer flachen Erde ausführen. Also alles, was sie taten, ist eine Linie um den Nordpol und einige Mündungen und Buchten um die Kontinente zu skizzieren und dorthin zurückzukehren, wo sie lossegelten. So wie man einen Kompass als Mittelpunkt in der Mitte eines Blatt Papiers setzen kann und einen Kreis um diesen Punkt skizzieren kann. Dies ist, was Magellan und weitere sogenannte erdumrundende Seefahrer getan haben. Was sie allerdings nicht getan haben, ist, vom Nordpol zum angeblichen Südpol zu segeln, um die Kugel herum und dann zum Nordpol zurück. Diese Art der Erdumrundung in Nord-Süd-Richtung kann nicht geschehen, in Ost- und Westrichtung geschieht dies aber regelmäßig. Sie lügen erneut und behaupten, dass sie es taten. Man wird allerdings keine objektiven Beweise dafür finden, dass irgendjemand jemals die Erde in Nord-Süd-Richtung umflogen oder umsegelt hat. Bekennende Freimaurer lügen uns wieder mal an. Wenn ich an den Nordpol denke, sagen wir mal, ich habe so eine Art Gerät, das mir anzeigt, dass ich nach Norden gehe, ein Kompass. Wenn ich an der Spitze des angeblichen magnetischen Bergs stehen würde, würde der Kompass dann durchdrehen? Wie war das bitte? Also wenn ich einen Kompass hätte und ich an der Spitze des magnetischen Berges am Nordpol stehe, würde der Kompass dann durchdrehen, also verrückt spielen? Gute Frage. Ich weiß es nicht, ob es dort tatsächlich einen magnetischen Berg gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass dir dein Kompass einfach aus der Hand gerissen würde und am magnetischen Berg unter dir haften würde. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Erzählung wahr ist oder nicht. Der Mann, der uns den heutigen Weltkartenentwurf der Erdkugel beschert hat, Gerhard Mercator, hat anno 1564 wirklich eine Karte präsentiert, welche den Nordpol als einen Berg darstellt, von welchem all die Flüsse wegströmen, so wie es in der Geschichte hindurch, in der Bibel, den vedischen Schriften und weiteren Erzählungen beschrieben ist. Sie schildern den Nordpol als ein Wunderland, ein Paradies. Ich glaube diesen Berichten nicht zwangsläufig mehr, als ich jenen glaube, bei denen sie mit einem GPS-Gerät auf eine Eisfläche gehen und sagen, seht nur, wir sind am Pol. Mir scheint es, als könnte es so oder so sein, obwohl ich dazu neige, nicht den uns bekannten Lügnern Glauben zu schenken. Wenn ich doch weiß, dass uns diese Globalisten seit 500 Jahren belügen, neige ich nicht dazu zu glauben, dass der Nordpol und Südpol das ist, was sie da verbreiten. Ich tendiere mehr dazu, den altertümlichen Berichten zu glauben, die aus heutiger Sicht ziemlich verwegen sind, sodass ich nicht sage, ja, das glaube ich, es gibt dort einen magnetischen Berg oder einen gelartigen Nordpol, wie beispielsweise Pytheas von Massalia berichtete. Es ist jedoch interessant, es ist so ganz anders als das, was sie ihren Untertanen eintrichtern. Ich bin ein Mensch mit offenem Geist, der weiß, dass er belogen wird. Ich bleibe also kritisch und unvoreingenommen, bis ich weitere Beweise dafür sehe, was der Nordpol sein könnte. Ich werde nicht einfach sagen, ich sah sie im Fernsehen auf einem GPS-Gerät den 90. Grad erreichen. Das bedeutet, sie haben es geschafft. Die Mercator-Projektion ist die Weltkarte, die uns ständig in Lehrbüchern und so weiter gezeigt wird, und sie ist es meist auch, welche wir auf diesen computeranimierten Bildern der Erdkugel zu sehen bekommen, die uns die Weltraumagenturen zeigen. Aber was ist mit der Peters-Projektion? Ist sie nicht die korrekte? Und wenn sie es ist, sollten wir dann nicht sie auf diesen CGI-Bildern sehen? Die Peters-Projektion ist insoweit eine etwas bessere als diejenige, welche wir zu sehen bekommen, dass die relative Größe der Kontinente realistischer ist,
Sie ist jedoch eine rechteckige Weltkarte und ein angeblicher Beweis für ihre Erdkugel. Daher ist die Peterskarte auch nicht sehr viel genauer. Die Weltkarte von Gleason, die eine Luftverkehrskarte ist, und die von Hammond auch eine solche, sind beide Weltkarten der flachen Erde, die ziemlich beliebt sind. Es gibt zwischen ihnen keine Abweichungen. Wenn es jedoch um die Flugrouten geht, von denen wir bereits sprachen, halte ich die Gleason- und die Hammond-Karten für ziemlich genau, was das betrifft. Es mag Unterschiede bei den Höhen- oder den Längenangaben von dies und jenem geben. Wir haben jedoch wohl keine vollkommene Karte der Erde. Diejenige jedoch, welche ihr am nächsten kommt, ist die Karte der flachen Erde. Sie erklärt die Flüge in der südlichen Hemisphäre viel besser als die Peters, die Mercator oder andere Projektionen. Es macht einfach keinen Sinn, warum Fluglinien zum Beispiel bei einem Flug von Südafrika nach Australien den ganzen Weg hoch in die nördliche Hemisphäre unternehmen, bevor sie wieder dann nach unten gehen, wenn sie doch einfach in den südlichen Breiten entlang einer geraden Route fliegen könnten, ob nun bei der Mercator oder bei der Peterskarte. Auf den globalen Karten sehen wir diese Zickzackrouten, und das ist sicherlich nicht der Fall auf der realistischen Weltkarte, die sich mehr an eine Karte der flachen Erde ausrichtet, auf der sich alles um die Erde dreht und der Nordpol der Mittelpunkt ist und nicht die Spitze auf einer Kugel. Was bedeutet das für die Astrologie, Eric? Macht eine flache Erde tausende Jahre dieser Weltsicht zunichte? Ganz im Gegenteil. Die rotierende Erdkugel ist es, welche die Astrologie zunichte machte, denn die Globalisten änderten ihre Beziehung zur Astronomie, als sie damit begannen, uns zu belügen. Die Astrologie behauptet, dass die Bewegung der Sterne, die Wandelsterne, sprich Planeten, über uns eine Wirkung auf Leben und Bewusstsein von Dingen auf der Erde haben, was in einem geozentrischen Weltbild Sinn macht, bei welchem sich alles um uns dreht und mit uns verbunden ist. Bei dem Modell der rasenden, rotierenden Erdkugel in einem endlosen Weltall macht Astrologie keinen Sinn, weil diese Objekte nur sich drehende Staubkugeln sind, die es aus keinem bestimmten Grunde gibt, so wie wir Menschen ja auch einfach so entstanden sind. Also, wie sollte es dann irgendeine Art von Bedeutung zwischen den Sternen und uns geben, was das Bewusstsein betrifft? Denn laut ihnen entstand Bewusstsein ja angeblich nur aus einem materiellen Vorgang, einem Urknall. Somit ist es in Wirklichkeit ihr Weltbild, welches die Astrologie unwichtig macht. Das Weltbild, von dem die Menschen tausende Jahre überzeugt waren, damals, als die Astrologie befürwortet wurde und die Geschichten über die Sterne geschaffen wurden, war auf dem Modell der geozentrischen flachen Erde gegründet, bei dem sich alle Sterne um uns drehen. Also, wenn überhaupt, so gibt die flache Erde der Astrologie ihre Bedeutung wieder und zeigt, dass die Erde ausschlaggebend ist und sich alle Himmelskörper um uns drehen, was unsere Wichtigkeit bezeugt. Wie es Shakespeare in seinem Stück »Wie es euch gefällt« ausdrückt, die ganze Welt ist eine Bühne und alles steht hier für uns bereit, ist für uns geschaffen worden und wir sind die Darsteller. Gott kann man sich als das höchste Bewusstsein vorstellen, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allwissende, den es bereits vor Raum, Zeit und Materie gab, der diese Yin-Yang-Welt der Dualität und Illusion schuf, in welcher wir von unserer ursprünglichen Einheit, von unserem Gott getrennt wurden und in diese dualistischen Körper von Mann und Frau unter einem Himmel mit Sonne und Mond in einer Welt von Gut und Böse gesteckt wurden, in der wir unser subjektives Bewusstsein fragen müssen, ob wir uns entscheiden, zu den Gipfeln des Guten emporzuschwingen oder in die Tiefen des Bösen hinabsteigen zu wollen. Und das ist es, was wir hier darstellen. Wir sind alle subjektive Teile von diesem einen Bewusstsein, das uns schuf, damit wir hier in dieser Weltbühne spielen und unsere Erfahrungen sammeln. Diese Bühne, die für uns bereitet wurde, und diejenigen, die sie momentan beherrschen, sind damit beschäftigt, dich nicht daran glauben zu lassen, dich zu überzeugen, dass du nur ein unbedeutendes Staubkorn bist, dein Leben keinen Zweck hat, du nichts als ein Sklave und ein Konsument bist und dass die Gesellschaft auf Genusssucht, Eigensinn und Individualität aufgebaut sein sollte, anstatt auf geistigen Werten. Und natürlich verwenden die Herrschenden die Religion, um die Spiritualität zu kontrollieren, sie in dogmatische Käfige zu stecken. Sie sagen, du musst dich für eine unserer Religionen entscheiden, mit der wir dich glücklich machen. Glaubst du nicht an unser atheistisches, nihilistisches Weltbild, den ganzen Unsinn mit der rotierenden Erdkugel? Und du kannst dich nicht von der Vorstellung einer intelligenten Gestaltung der Welt trennen? Na gut, hier haben wir Brahma, hier haben wir Jesus, hier haben wir noch Mohammed für dich. Und wir haben noch viele weitere Manifestationen von Göttern, an die wir dich glauben lassen können. Und dann stecken wir dich halt
in einen von diesen Gedankenkäfigen hinein, damit du nicht deinen eigenen Verstand einsetzt, dein eigenes kritisches Denken und in deinem eigenen Leben dein eigenes spirituelles Bewusstsein entwickelst und weiterentwickelst. Wir wollen dich in diesem kleinen Käfig behalten. Wenn du aus dem Käfig der modernen Pseudowissenschaft fällst, dann fangen wir dich in den islamischen, judäisch-christlichen, buddhistischen oder was auch immer Käfigen auf, um dich zu integrieren. Wie du sagtest, Mel, die Opposition kontrollieren. Sie kontrollieren alles. Wo immer du dich auch auf der Suche nach dem Zugang zur Wahrheit hinwendest, dort stehen sie schon längst als Torwächter, die dafür sorgen, dass du nicht zur Wirklichkeit durchdringst. Ich rate daher, suche nicht mit ihrer Hilfe danach, finde es selber einfach heraus. Keine Religion hat die Antwort, die moderne Wissenschaft nicht, ich habe sie nicht, Mel, du hast sie auch nicht. Du selber hast sie jedoch. Du selber bist dein ganzes Leben lang dafür zuständig, nicht irgendeine dogmatische Erklärung oder irgendein Gerücht anzunehmen, sondern stattdessen jeden Tag dein eigenes Verständnis der Welt zu entwickeln. Wenn du immer gescheiter wirst, wenn du dein eigenes Gespür und eigenes Urteilsvermögen einsetzt, um die Welt um dich herum zu verstehen, und dies ist dann deine Religion, dein Weltbild, deine Spiritualität. Nenne es, wie du willst. Es liegt nur an dir, dies herauszufinden. Und wenn du es anderen überlässt, egal wie gut sie es mit dir meinen, Christen, Buddhisten, wer auch immer, das ist nur deren Erfahrung, nicht deine eigene. Sicher, lies ihre Werke. Ja, lerne von ihnen, jedoch die Erfahrung oder die Religion von jemand anderem zu übernehmen, zu bekennen, ich bin Christ, ich bin Moslem, und dann das tun zu müssen, was alle Christen, Moslems und so weiter tun, und was in dem jeweiligen Glaubensbuch steht, engt dein Leben plötzlich ein, macht es zu einem winzig kleinen Käfig und alle Gedanken und Taten müssen sich nur nach diesem einen Buch richten, die Bibel oder was auch immer. Es gibt Millionen gute Bücher. Wie kannst du da ein einziges auswählen und sagen, das ist es, das hier mag ich. Ab jetzt sage ich, dass ich alle Antworten auf alle Lebensfragen in diesem Buch finden werde, ganz egal, was du mich auch fragst. Was möchtest du wissen? Ich schaue nach. Du schlägst beispielsweise die Bibel auf, Matthäus 7, 24, liest dir ein symbolisches, metaphorisches Gleichnis durch, dessen Sinn man drehen und wenden kann, wie man immer möchte, und da hast du dann deine Antwort auf eine Lebensfrage gefunden. Und dann beginnen die Leute ihr Leben an diesem Buch auszurichten, anstatt sich ihres eigenen Hirns und kritischen Denkens zu bedienen. Sie verwenden einfach altertümliche Metaphern und behaupten, dass sie irgendetwas beweisen würden. Die Bibel kann auf diese Weise beweisen, was auch immer du willst. Es gibt in ihr Abschnitte, die aussagen, dass die Tiere vor Adam und Eva geschaffen wurden. Und es gibt Abschnitte, die aussagen, dass Adam und Eva vor den Tieren geschaffen wurden. Es gibt Passagen darin, die sich vollkommen widersprechen, wie bei den meisten Glaubensbüchern. So ist die Wirklichkeit nun mal. Wir können uns nicht auf die Einstellung von jemand anderem verlassen. Wir müssen uns auf unsere eigene verlassen. Darauf möchte ich hier hinaus. Manche Leute belästigen mich, indem sie versuchen, mir ihre Meinung aufzuzwingen. Mehr jedoch stören mich die Leute, die sagen, Mel, schau nicht dorthin, öffne nicht diese Tür, weil sich nichts dahinter befindet. Das regt mich richtig auf. Ich treffe ständig Leute, die sagen, erforscht nicht die flache Erde, sie ist nur ein Ablenkungsmanöver. Schaut mal, liebe Leute, ich möchte nur antworten. Ich möchte den Schleier lüften. Wenn es sich nach all den Interviews, die ich mit Eric Dubay und vielen anderen führte, herausstellt, dass wir auf einer Kugel leben, ja, dann ist es halt so. Wenn ich jedoch zu diesem Zeitpunkt auf einen hohen Berg steige oder in einem Flugzeug aufsteige, dann sehe ich keine Krümmung. Alles, was ich zu sehen kriege, sind mit einer Fischaugenlinse gemachte Fotos. Und diese sind es dann auch, welche die Leute anschauen und sagen, die Erde ist kugelförmig, man kann es auf diesen Fotos sehen. Lasst mich doch bitte meine eigenen Nachforschung anstellen. Eric, hast du diese Tauchfahrzeuge gesehen, die weit hinab in die Tiefsee fahren und dort erstaunlicherweise Bäume, Blätter, Wasserfälle und Flüsse am Meeresgrund vorfanden? Hast du das auch gesehen? Ich habe eine Dokumentation des Tiefseeforschers Mike de Grey gesehen, in welcher er beschrieb, wie er in die Tiefen des Golf von Mexikos hinunterfuhr, einer der tiefsten Orte im Atlantik, und so etwas wie einen See sah, auf dem so etwas wie Dampf aufstieg und, wie du sagtest, kleines Grünzeug
und sowas auf ihn. Sie wollten mit ihrem Fahrzeug in den Unterwassersee hineintauchen oder was immer er sein mag. Und als sie es versuchten, prallten sie von seiner Oberfläche ab. Er war so salzhaltig, dass man mit dem Tauchfahrzeug aus Metall nicht eindringen konnte. Als ob es da so eine Art andere Ebene von besonders salzhaltigem Wasser unterhalb der Meere, unterhalb der Meeresspiegel gibt. Wie du weißt, Mel, erzählen die Bibel und andere Glaubensbücher tatsächlich so etwas. In der Schöpfungsgeschichte der Bibel heißt es, dass Gott das Wasser unter den Festen von dem Wasser über den Festen scheidet. Eines der ersten Dinge, die Gott tat. Was bedeutet dieser Vers im ersten Kapitel im ersten Buch Mose? Es ist interessant, so etwas zu sehen, und es ist wirklich wie eine Ebene von einem Wasser, jedoch mit dem Meer der anderen Ebene des Wassers verbunden. Was ich dich nun fragen möchte, ist allerdings eine mehr spekulative Frage. Ich habe Videos von diesen Amateurraketen gesehen, wie sie die ganze Zeit an Höhe gewinnen. Und auf einmal, es ist nicht so, dass sie explodieren oder in etwas krachen, aber es scheint fast, als wenn sie von etwas abprallen. Könnte das denn so ein Himmelsfirmament sein oder irgendetwas da über uns? Alles, was Amateure hochschicken, wie Ballons oder Raketen, erreichen einen Punkt, an welchem sie nicht mehr weiter hoch können und fangen an, zurück zur Erde zu kommen. Was ihnen aufgeht, kommt auch wieder herunter. Der alte Spruch stimmt nach wie vor, jedoch macht dies keinen Sinn auf der rotierenden Erdkugel, wenn es auf dieser kein Oben und kein Unten gibt. Nur die angebliche Gravitation, welche Dinge in die Mitte der Erde zieht, und die Vorstellung von einem Oben und Unten ist nur eine fixe Idee von dir. Wenn Dinge tatsächlich aufsteigen, dann geschieht dies wegen ihrer relativen Dichte. Ein Heliumballon oder ein Objekt mit einem Antriebssystem steigt und erreicht eine Schicht in der Atmosphäre, die leichter und dünner wird. Der Ballon platzt, weil sich das Helium ausdehnt oder das Antriebssystem nichts mehr hat, wogegen es sich abstoßen könnte. Also beginnt es sich zur Seite zu neigen, wird irgendwann eine parabolische Kurve machen und zurück zur Erde kommen, was ebenso mit den offiziellen Raketen geschieht. Du wirst feststellen, sie gehen, so wie die Amateurraketen, auch nicht gerade nach oben, sie machen eine parabolische Kurve und kommen irgendwann schnurstracks zurück zur Erde. Die Lügner der Raumfahrtagenturen behaupten, es sei wegen der Krümmung der Erdkugel. Dies sei der Grund dafür, dass wir stets diese parabolische Kurve sehen, die wirklich jede einzige Rakete macht. Was sie jedoch wirklich tun, ist, lediglich eine Rakete in das Meer oder die Wildnis zu schießen und dir dann computergenerierte Bilder und Studioaufnahmen der angeblichen Mond- und Marslandungen zu präsentieren. Wenn sie sich angeblich im Weltall befinden, sind sie in Wirklichkeit in einem abgedunkelten riesigen Schwimmbecken. Dort filmen sie ihre Aufnahmen der außerhalb der Raumstation ISS stattfindenden Spacewalks. Deshalb sieht man häufig Luftblasen im All. Sie wurden schon so oft dabei ertappt. Vor einigen Wochen schon wieder Luftblasen im Weltall, weil sie nicht wirklich dort sind. Die Astronautendarsteller planschten in einem dunklen Becken mit einem projizierten Hintergrund aus LCD-Bildschirmen, welche die fiktive Erdkugel unter ihnen zeigen. Und wenn sie innerhalb ihrer angeblichen Raumstation sind, fliegen sie in Wirklichkeit in Zero-G-Flugzeugen, die ausgeräumte Linienmaschinen sind, welche parabolische Flugmanöver ausführen, die den Darstellern an Bord eine Art kurzzeitiger Schwerelosigkeit ermöglichen, welche sie herausschneiden und in ihre Weltraumfilmchen einfügen, um dem Zuschauer die Illusion der endlosen Schwerelosigkeit zu zeigen. Die Leute fragen mich oft, nun, wenn es so ist, dass man die Schwerelosigkeit nur für einen kurzen Zeitraum aufrechterhalten kann, wie kommt es dann, dass die ununterbrochene Minuten lange Aufnahmen haben, wie Leute in der ISS schweben? Nun, das kommt daher, weil sie die meisten längeren Aufnahmen mit Greenscreen-Technik und Halteseilen machen und nicht an Bord der Zero-G-Flugzeuge. Man wird bei den Aufnahmen, bei denen sie länger frei schweben, feststellen, dass sie diese zusammengefügt haben. Wahrheitssucher haben sie dabei entlarvt, wie sie die freimaurerischen Darsteller aus- und wieder einblenden, wenn man die Aufnahmen von den letzten Abschnitten jeweils zu den letzten Einzelbildern verlangsamt. Die Schwindler teilen die Aufnahmen auf, um die Illusion von längerzeitigem Bildmaterial zu erzeugen. Sie schweben in ihren NASA-Flugzeugen, um die Welt zu belügen, dass sie im Weltraum wären. Das sind einige ihrer Tricks, die sie anwenden, um die Leute denken zu lassen, dass ihr gottloses Weltbild des unendlichen Universums Wirklichkeit ist. Da wir von Illusion sprechen, möchte ich den Hollywood-Film Gravity erwähnen. Ich denke, ich habe bereits im vorigen Interview mit dir gesagt, Eric, dass der Regisseur des Films, Alfonso Cuarón, auf der Pressekonferenz von einem Reporter gefragt wurde: Mr. Cuarón, wie haben Sie das geschafft mit dem Film? Wie viele Monate waren Sie da oben im All und haben den Film gedreht? Und Cuarón biss sich ein wenig auf die Zunge und dachte sich wohl, meint der Kerl das ernst?
Er antwortete, nun, wir möchten den Russen dafür danken, dass sie unserer Crew gestatteten, für einen Monat dort oben zu filmen und so weiter. Und der Reporter nahm ihm das ab. Wir erwähnten ja schon, wie viele Leute der Filmindustrie glauben. Und wenn sie denen schon glauben, dann müssen sie auch der NASA glauben. Das stimmt. Man schaue sich nur an, wie überzeugend Hollywood mit Filmen wie Gravity scheint. Wenn Hollywood dich schon in einem Studio so gut überzeugen kann, dass sie sich im Weltall befinden, warum kann die NASA dann nicht dasselbe die letzten 50 Jahre über getan haben? Mit Milliarden Dollar aus Steuergeldern. Nicht etwa nur Millionen, sondern Milliarden. Geradewegs in einem CGI-Fass ohne Boden verschwunden. Sie schaffen es, dass wir glauben, sie schweben dort oben im Weltall, indem sie diese Kameratricks und Effekte anwenden. Beim Fallschirmspringen zum Beispiel ist jedoch unsere Erfahrung, dass egal wie hoch hinaus wir auch kommen, wir unmittelbar zur Erde zurückfallen. Wie ich sagte, die Raketen machen parabolische Kurven und kommen dann zurück zum Boden. Mit einem Flugzeug kannst du versuchen, in einem Bogen so hoch zu fliegen wie möglich, doch irgendwann kommt man an den Punkt von ungefähr 30 Kilometern, bis es nicht mehr geht, und dann wirst du unweigerlich zurück zur Erde kommen. Wie kommt es, dass diese Erdkugeltheoretiker behaupten, dass sie immer weiter aufsteigen könnten und dann einfach anfangen zu schweben? Wo ist denn dieser magische Punkt der Schwerelosigkeit in der Atmosphäre? Das können sie dir auch nicht sagen. Ganz egal, wie hoch man auch hinausgeht, man wird stets zurück zur Erde kommen. Die Globalisten behaupten jedoch, dass es irgendwo dort oben diesen magischen Punkt gibt, an dem Objekte bis in alle Ewigkeit schweben können, worauf ihr Raumfahrtsschwindel basiert. Was hat es mit diesem Van Allen-Gürtel auf sich? Zwei Strahlungszonen, die innere 700 bis 6000 Kilometer und die äußere 15.000 bis 25.000 Kilometer Strahlung, so wird uns erzählt. Also um zum Mond zu fliegen, müssten die Astronauten hindurch und wieder zurück. Nun weiß ich nicht, wie alt ihr seid, liebe Zuschauer, aber ich kann mich erinnern, als ich als kleiner Junge mit meiner nicht-digitalen Kamera zum Flughafen fuhr und mir an der Kontrolle gesagt wurde, bitte lege die Kamera nicht mit auf das Band, die Röntgenstrahlen machen die Aufnahme unbrauchbar. Wenn uns dies also auf der Erde erzählt wird, wie kommt es dann, dass die Aufnahmen der Astronautendarsteller vom Mond mit der Hasselblatt-Kamera nicht unbrauchbar wurden, von ihren Körpern mal ganz zu schweigen, denn ihre Raumanzüge waren ja nicht mit Gold beschichtet. Richtig, sie haben den Überblick über ihre Märchen längst verloren. Sie erzählen uns, dass sie viele tausend Kilometer im All waren und es dort diese Strahlung gibt. Und dann vergessen sie, dass diese Art von Strahlung, von der sie berichten, so schlimm ist, dass sie sterben würden und ihr ganzes Bildmaterial vernichtet würde, wenn es sie gibt. Als man jedoch die Astronauten auf ihre Reise durch die Strahlungszonen ansprach, sagten sie, wir haben davon gehört, dass es diese Strahlung gibt, aber wir haben nichts davon gemerkt. Auch wenn wir unsere Augen zumachten, dann sahen wir keine Lichtpunkte. Und das waren tatsächlich die Strahlungspunkte. Oder Alan Bean, der sagte, oh, naja, damals war die Strahlung ja noch nicht entdeckt worden. Ja, das war lustig. Oh ja, unglaublich. Meine letzte Frage zur flachen Erde, bevor wir uns dem Dinosaurierschwindel widmen. Ich habe eigentlich für diese Show mehr über die Dinosaurier geplant, aber jetzt bin ich froh, dass wir noch ein zweites Mal die flache Erde besprochen haben. Ich denke, das war nötig. Was werden all diese studierten Astronomen, die NASA-Angestellten, die Klimaforscher, Kartografen, Astronautendarsteller und staatlichen Wissenschaftsangestellten machen, wenn die Erdkugel als ein Schwindel entlarvt wird? Naja, ihre von Freimaurern vermittelten Arbeitsplätze werden sie wohl verlieren, weil sie bei ihrer Tätigkeit nicht gut genug waren. Bist du in Machtpositionen und wirst dann Freimaurer, dann steigst du innerhalb der Freimaurerei auf. Und warst du bereits Freimaurer, dann steigst du in Machtpositionen auf. Wenn diese Berufslügner in ihrer Propagandafunktion versagen und die Wahrheit herauskommt, dann verlieren sie nicht nur ihren Arbeitsplatz, sie verlieren auch ihre Glaubwürdigkeit. Nicht nur die NASA und andere Raumfahrtagenturen, sondern jede offizielle Einrichtung, jede Universität und Schule, die diesen Unsinn lehrt, muss sich umstrukturieren und umdenken, woher sie ihre Informationen erhält. Auch die Gesellschaft muss sich umstrukturieren und umdenken. Zahle ich diese ganzen Steuern nur, um indoktriniert zu werden? Schicke ich meine Kinder in diese Schulen, wo sie ihnen diesen Unsinn erzählen? Unterstütze ich Politiker und ein System, das dieses Weltbild vertritt? Werde ich Soldat bei einem Militärapparat, der sich angeblich auf eine Invasion von Außerirdischen vorbereitet? Das System vermischt tatsächlich zurzeit militärische Propaganda mit Science Fiction. Es laufen Werbesendungen im Fernsehen, bei denen die US-Army vorgibt, dass sie gegen Außerirdische kämpfen wird. Das stimmt.
Sie behaupten, wir sind bereit für den Kampf. Was ich sagen will, Mel, die Strategen der neuen Weltordnung treiben jetzt wirklich dieses Science-Fiction-Weltbild voran, mit dem sie uns rund um die Uhr indoktrinieren. Denke ich auch, absolut. Ich denke, wir sind wirklich dem nächsten Schritt ihres Programms sehr nahe. Dieser Schritt wird die Enthüllung, die Bekanntgabe, wie man es auch bezeichnen will, von Außerirdischen sein. Sie werden ihre holographische, technologische oder genetische Art von Erscheinung zeigen, irgendetwas, das die Bevölkerung davon überzeugen wird, dass diese Außerirdischen real sind und dass wir Menschen uns alle zusammenschließen müssen, um diese außerirdische Illusion entweder willkommen zu heißen oder sie zu bekämpfen. Dies wird die nächste große Stufe auf dem Weg zur neuen Weltordnung sein. Und dann stell dir mal vor, wie schwierig es sein wird, die Leute von diesem Schwindel abzubringen. Ich hab's doch schon immer gesagt. Erwartet von den Machthabern, der Regierung, niemals etwas Authentisches. Wenn irgendetwas passiert, dann wird es bestimmt ein False-Flag-Ereignis sein. Dieses Mal die Mutter aller False-Flag-Ereignisse, die Streitkräfte der gesamten Welt vereinend, die eine Weltregierung schaffend. Und wisst ihr was, Leute? Es wird ein Schwindel sein. Nichts daran wird echt sein. Wenn ihr denkt, dass ihr bisher Sklaven wart, dann wartet, bis es die neue Weltordnung gibt. Eric, die letzte Frage zum Dinosaurier-Schwindel. War es nicht erstmals in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, dass überhaupt irgendjemand über Dinosaurier sprach? Das stimmt. Die Person, die den Ausdruck Dinosaurier prägte, den Begriff dessen, was diese angeblichen Wesen waren, war im Jahre 1842 ein zum Ritter geschlagener Freimaurer namens Richard Owen. Kein Volk und keine Zivilisation vorher hatte je diese Dinosaurierfunde gemacht. Diese Knochen, die kurz nach der Vorstellung des Begriffs angeblich gefunden wurden. Als die Freimaurer jedoch einmal diese Idee entwickelten, dass es Dinosaurier gab und dass dieser das fehlende Glied in ihrer Evolutionskette sind, fand man überall Fossilien. Sie tauchten überall einfach auf. Und das blieb 150 Jahre lang bis zum heutigen Tage so. Bis zu dem Ausmaß, dass es heutzutage riesige Museen voller unechter Knochen gibt, die den Mythos verbreiten, dass es diese fantastischen Echsen wirklich gab. Wenn es so gewesen ist, dann sollten solch spektakuläre Viecher sämtlichen Kulturen in der ganzen Welt bekannt sein. Und wir sollten regelrecht über ihre Überbleibsel stolpern und sie selber ausgraben. Stattdessen werden sie von interessierten Kreisen vor der Öffentlichkeit hinter Schloss und Riegel versteckt. Und dass die Knochen erst gefunden wurden, nachdem die Evolutionstheorie der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, deutet auf einen Schwindel hin. Und tatsächlich haben sich bereits viele von diesen angeblichen Dinosauriern als Schwindel erwiesen. Zwei der Schwindler, welche die meisten der Dinosaurier, die wir heutzutage kennen, erschufen, sind die Knochenjäger Edward Cope und Othniel Marsh. Beide haben angeblich hunderte Dinosaurierarten und tausende Knochen entdeckt. Doch sogar zu ihren Lebzeiten wurden viele ihrer angeblichen Funde als Betrug entlarvt und nur ein Bruchteil der angeblichen Entdeckungen der beiden Lügner sind angeblich echt, obwohl sich sogar die ersten ihrer Funde als unecht herausstellten. Der erste entdeckte Dinosaurier wurde Trachodon genannt, was Zahnsaurier bedeutet. Und alles, was sie fanden, waren drei nicht identifizierte Zähne. Auf diesem Fund erschufen sie das ganze Tier. Und seitdem wurde es nicht viel besser. Die angeblich authentischen Beweise, aus denen sie die Gattung Dinosaurier erschufen, sind so etwas wie ein Oberschenkel und ein Armknochen. Sie wissen nicht einmal, woher sie stammen, und damit rekonstruieren sie den Schädel, die Haut, einfach alles vom Tier. Sie beabsichtigen, mit diesem Dinosaurier-Design den Betrachter glauben zu machen, dass sie genau wüssten, wie diese Geschöpfe ausgesehen haben. Jedoch wurden sie immer wieder dabei überführt, wie beispielsweise die Knochen eines Brontosaurus merkwürdigerweise mit denen einer Giraffe übereinstimmen. Und wie die Knochen von einigen dieser Tiefseedinosaurier verdächtig genau denen eines Blauwals gleichen. Die Dinosaurier-Theoretiker geben sogar zu, dass sie Knochen von wirklichen Tieren verwenden, um diese unechten Dinosaurier-Skelette zusammenzustellen, die es niemals gegeben haben kann. Viele dieser Ausstellungsstücke benötigen Drähte, um Köpfe, Schwänze und Arme oben zu halten, weil sie unter ihrem eigenen enormen Gewicht zerquetscht werden würden.
Beim Tyrannosaurus Rex beispielsweise wären seine winzigen Kniegelenke nicht in der Lage gewesen, seine ganze Masse zu tragen. Und sein nach vorne geneigter Oberkörper könnte nicht von dem Schwanz ausgeglichen werden. Er ist zudem viel schwerer als der Schwanz. Die Dinosaurier könnten sich somit auf diese Weise nicht ordentlich bewegen. Die Vorstellung, dass es diese Gattung von riesigen, sich eigenartig bewegenden Wesen überhaupt gegeben hat, wird in Frage gestellt. Also präsentieren uns diese Freimaurer mal wieder Science Fiction, um uns zu überzeugen, wie zum Beispiel Raumschiff, Enterprise, Star Wars, die Raumfahrtagenturen, Filme wie In einem Land vor unserer Zeit und Jurassic Park. Zwischen Pseudowissenschaft und Science Fiction gibt es keine Grenzen. Nun wird uns ja erzählt, dass die Erde viel kleiner war und die Gravitation nicht so stark gewesen ist, und dies seien die Gründe dafür, dass diese sehr schweren Dinosaurier zu dieser Zeit die Erde bewohnen konnten. Sie stellen immer wieder weiter diese angeblichen Knochen aus. Was jedoch nie ausgestellt wird, sind Knochen von Riesen. Ich habe gehört, dass das angesehene Smithsonian Institute jeden Beweis für Riesen verschwinden lässt. Schon vor Jahren habe ich das ständig in meiner Show angesprochen. Der Vater eines unserer Hörer lebt im Iran, und damals war dort ein Erdbeben, wodurch eine ganze Stadt an die Oberfläche gekommen ist. Sie untersuchten die Knochen und stellten fest, dass in dieser Stadt 2,70 Meter große Frauen lebten. Niemand möchte darüber sprechen, dass es auf der Erde riesige Menschen gab. Stimmt, das ist die Wirklichkeit, die sie verschleiern. Viele dieser wirklichen riesigen Knochen könnten sicherlich von Riesen stammen, und die Leute haben diesem Institut Skelette von Riesen übergeben, die jedoch verschwunden sind. Es existieren sogar Berichte von Mitarbeitern dieser Einrichtung darüber, wie sie sahen, dass das Smithsonian Knochen von Riesen im Meer versenkte, um sie loszuwerden. Es gibt seit Tausenden von Jahren Hunderte von Meldungen aus aller Welt über die entdeckten Skelette von menschlichen Riesen. Es gibt objektive Beweise, dass es dieses Phänomen gibt, so wie es keinen einzigen objektiven Beweis für Dinosaurier gibt. Dinosaurier sind seit tausenden Jahren nicht entdeckt worden, und man konnte nirgends ihre Knochen sehen. Die Machthaber verwehren uns den Zugang zu den angeblichen Knochen, wohingegen es riesige Knochen wirklich gibt. Es gibt jedoch eine große Verschwörung, dies zu vertuschen. Jeder Finder von riesigen Knochen, welcher dem Smithsonian oder anderen Instituten diese Überbleibsel überlässt, sieht sie später nie mehr wieder. Spricht man das Smithsonian auf die Funde an, leugnen sie, dass sie jemals riesige menschliche Skelette gesehen haben und dass es sowas nicht gibt. Dieser Betrug ist gewaltig. Nicht nur, dass die Herrschenden uns mit der Existenz von Dinosauriern beschwindeln, sie vertuschen, dass es ein wahrhaftiges Phänomen von riesigen Menschen gibt. Wenn sie riesige Knochen unbekannter Herkunft finden, ist es für sie ein leichtes zu behaupten, dass sie von einem Dinosaurier stammen. Das passt zu ihrem fehlenden Glied in der Evolutionskette. Tatsächlich gibt es jedoch Riesen wie die Orks, und es gibt uns Menschen hier in der Mitte. Die Welt gleicht in diesem Sinne sehr dem dritten Zeitalter in Der Herr der Ringe, dass es tatsächlich diese verschiedenen Größen von Menschen gibt, die geschaffen wurden. Der Homo floresiensis in Indonesien. Es gibt noch riesige Menschen. 2,40 Meter bis 2,70 Meter große Menschen leben heutzutage noch. Es gibt Schilderungen von lebendigen, riesigen Menschen, als die spanischen Eroberer vor 500 Jahren zum ersten Mal Amerika erreichten. Sie waren den amerikanischen Ureinwohnern gut bekannt, und sie haben zahlreiche Berichte über sie. Überall in Nord- und Südamerika sind Grabhügel mit Skeletten von Riesen ausgehoben worden, und man kann sich die Zeitungsartikel aus dem 19. und aus dem 20. Jahrhundert bis in die heutige Zeit hinein anschauen, in denen über Funde riesiger Skelette berichtet wurde. Wenn man sich jedoch diese Skelette anschließend in Museen oder Ausstellungen anschauen möchte, sind sie verschwunden. Sobald man sie entdeckt, werden sie unter den Teppich gekehrt. Forscht man jedoch nach, stellt man fest, dass es reichlich Beweise für die Existenz von Riesen gibt, im Gegensatz zu den spärlichen Beweisen dafür, dass es Dinosaurier überhaupt je gab. Möchte denn niemand unsere wirkliche Geschichte wissen? Wenn wir einmal über unsere Herkunft Bescheid wissen, wissen wir, wer wir sind. Wir kennen unsere Zukunft, ob wir auf einer flachen Erde leben oder nicht. Ich denke, ich komme zu der Schlussfolgerung, dass wir in einer Scheinwirklichkeit wie im Film Die Truman Show leben. Nicht wir Wahrheitssucher, aber die meisten Leute akzeptieren die Wirklichkeit dieser Scheinwelt, wie sie uns gezeigt wird. So einfach ist das. Was unsere gemeinsame Zukunft betrifft.
Menschheit hinaus Dinge zu akzeptieren. Wir brauchen keinen Pessimismus. Unser Volk muss die Gunst der Stunde. Ich hab schon kapiert, so läuft also der Hase.